Mission erfüllt. Ja, der GSC macht dann die Tore, wenn wir sie brauchen. Und damit herzlich willkommen aus dem Regionalliga-Stadion, auch für die Saison 2013-2014, genannt die S-Arena. Mein Name ist Steve Ritter und neben mir sitzt mein geschätzter Freund und Kollege zum vorletzten Mal heute, Hanno Schlüter. Hallo Leute, freue mich wieder dabei zu sein. Und hier sehen wir die Mannschaften, es geht rein ins Spiel. Wir hatten den BV Kloppenburg zu Gast, der recht druckvoll begonnen hat. Ja, ich finde das schön, dass du so eine seriöse Ansage direkt am Anfang machst. Ich wusste nicht, dass wir jetzt kurz vor Schluss nochmal nur die Spiele kommentieren, aber dann machen wir mal so weiter. Und zwar mit einer guten Aktion unserer blau-weiß gekleideten Goslarer. Hier sehen wir sie. Fischi hätte den Ball bloß links zu Corwin durchstecken müssen, der regt sich auf. Aber das macht nichts. Oder, Hanno? Und regt sich auch wieder ab. Er wird einige gute Szenen haben heute. Nur weil den Klassen halt geschafft haben, muss er jetzt hier nicht gute Laune verbreiten, oder was? Ja, das stimmt. Eigentlich war das ja, das Minimalziel ist erreicht. Und wenn Minimalziele erreicht werden, ich weiß nicht, ob man dann feiert. Ist das so? Ja, wenn man die Punktemarke erreicht hat, die man sich vorgenommen hat, dann kann man auch ruhig im Kreise der Familie mal einen loslassen. Ja, eigentlich haben wir 40 Punkte gehabt in der Saison, aber uns wurden ja insgesamt, glaube ich, 7 abgezogen. Egal, hier ist das 1:0 von Corwin Behrens. Das ist die angesprochene gute Aktion von ihm oder kommen da noch mehr? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls war das geil. Schön gespielt, 1:0. Ja, wir haben jetzt gesehen, er hat den Ball selber erobert. Im Mittelfeld war er verlustig gegangen und dann hat Corwin schön nachgesetzt. Das war eigentlich das erste Mal, dass wir tatsächlich eine sinnvolle Ballrückeroberung im Mittelfeld hatten und aus der Aktion resultierte dann auch gleich das 1:0. Es sollte aber nicht so weitergehen. Ja, denn aus dieser Aktion resultiert das 1:1 durch den absoluten Torjäger Rogier Krone. Richtig ausgesprochen? Ich glaube ja. Käse Krone, ja. Rogier Krone. Noch hat er die Krone auch hier beim 2:1. Übrigens ein Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten. Katastrophe, da haben schon wieder alle gedacht, was geht denn hier ab? Ja, ist live weitergelaufen einfach. Ja, genau. Also wie gesagt, noch hat er die Krone auf, aber am Ende übergibt er sie dem orangen Müllmann da hinten im Tor. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Die Szene kommt ja dann noch. Wir haben auch uns nicht so ganz komplett aus dem Konzept bringen lassen wie sonst immer. Wir sind zurückgekommen und zwar sehr gut aus der zweiten Halbzeit in der 49. Minute. Querschläger von Kloppenburg, Eile am zweiten Pfosten. Erst verschießt er den zweiten, haut er rein, Torjäger. Da ist er wieder, 2:2. Und damit war der Startschuss gegeben für eine absolut dramatische, geniale zweite Hälfte, die wirklich Spaß gemacht hat. Ja, geprägt durch den Schiedsrichter. Das ist ja nicht unbedingt ein Prädikat für ein Spiel, muss man jetzt sagen. Also der Schiedsrichter hat sich doch stark mit eingemischt, wie wir auch gleich nach dieser noch sehr guten Szene für Kloppenburg sehen werden. Ja, erstmal hat er sich hier eingemischt und die Fahne gehoben, oder das war ja besser gesagt die junge Kollegin an der Linie, die damals schon mal gegen Hesling gepfiffen hat, da war irgendwann mal was, glaube ich. Also ich sage, es war kein Abseits. Ja, glücklicherweise haben wir nur Schäfchenwolken am Himmel gehabt, ansonsten hätte sie wahrscheinlich das ganze Spiel wieder abbrechen lassen. Da haben wir eben unseren Betreuer Gilligan gesehen, was hat er gesagt? Ja, auf jeden Fall ist das ein Elfmeter, hat er gesagt. Die erste strittige Szene war das hier. Ja, ich leg mich fest, kein Elfmeter. So, zack. Hat der Gott auch gesehen. Deswegen hat Eile verschossen, ich verstehe. Na gut. Oder hat Eile das mit Absicht gemacht? Weil er das auch gesehen hat, so dass es kein Elfmeter war. Ja. So, Hanno, du hast ja gefilmt. Was war hier los in der Szene? Optik im Arsch. Aber das war ein Elfmeter, würde ich mal sagen. Corwin Behrens rennt aus dem Strafraum raus, kurz bevor er draußen ist, lässt er sich nochmal zu Fall bringen. Fischi haut ihn rein, er übernimmt die Verantwortung gleich zu zweit. Ja, also Behrens gefährlicherweise auf dem Weg aus dem Strafraum nochmal schnell gefoult, finde ich auch einen feinen Zug für den Kloppenburgern. Ja, absolut. Naja, 3:2, nee, doch, 3:2 stand es da zu diesem Zeitpunkt und mit dieser schönen Aktion hätten wir schon alles klar machen können. Doch, wie so oft in dieser Saison, haben wir es einfach mal wieder ein bisschen spannender gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen. Ja, aber geiler Laufweg von Eile. Also das ist wirklich eine schicke Situation gewesen. Das sah richtig nach Fußball aus. Das sieht jetzt wieder nach Handball aus. Ist aber kein Handball. Also da weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war eine Konzession vom Schiedsrichter. Ne, aber wir haben unseren Laui. Und den Fußballgott, weil der hat es auch wieder gesehen, wie wir sehen. Und hier holt er sich die besagte Krone zurück, um das Ganze mal abzuschließen. Hier schließt sich der Kronenkreis. Um den Witz abzuschließen, der Strafstoß war Käse.
Scheiße, wenn man sich beim Witz auch noch verspricht, das ist nicht so geil. So, letzter Konter im Spiel. Und wieder Corbin Behrens. Corbin Behrens mit seiner linken Klebe. Seitdem wir nicht mehr CB7 in den Videos sagen, trifft er auch wieder. Ist ein Phänomen, ja. Dann dürfte er ja am Samstag wieder nichts treffen. Wem hat er denn da eigentlich gefeiert? Das würde mich am meisten interessieren. Wer steht denn da mal rechts oben? Weiß ich gar nicht. Der neue Trainer steht da. Ach ja, der neue Trainer stand da. Mit dem hat er direkt gefeiert. Nicht schlecht, Corbin. Respekt. Hier feiert unser Kapitän mit Rogier und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Muss mich anlehnen. Benzo. Ja. So. Erzähl mal was. So, hier beim Festival der guten Laune, liebe Freunde. Jawohl. Christel hier Arm in Arm mit unserem Torwarttrainer und ja, einer unserer drei Hauptcoaches sozusagen, Carsten Toss. Tossi, ihr habt das Ding heute gewuppt und mehr Dramatik ging nicht, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, wir haben doch den schwersten Weg uns ausgewählt, ausgesucht, ja, sprich zur Halbzeit 2-1 zurückliegen. Aber denn wieder so zurückzukommen, spricht natürlich für die Moral der Mannschaft. Da haben wir es wirklich, wie du schon sagst, das Ding nochmal gewuppt, ja. Natürlich, Gollo, mach weiter. Natürlich, ja, die Elfmeterentscheidungen richtig waren oder falsch, das ist aber uns scheißegal. Aber wir haben uns durch diverse Nebensachen nicht aus dem Spiel bringen lassen und haben unser Ding halt durchgezogen. Wie richtet man einen Torhüter darauf ab, im Endeffekt Elfmeter zu halten? Ja, indem man schon mal vorher weiß, wo der Schütze, der fast in jedem Spiel, wenn Elfmeter für Kloppenburg war, geschossen hat, meistens in die Mitte gezogen hat. Darauf haben wir natürlich spekuliert so ein bisschen. Das war die Auftaktbewegung natürlich verzögern. Plan ging aus. Jens Lehmann geklaut. Plan ging aus. Auf, ja? Ganz klar. Perfekt. Alles klar, danke. Das war schön. Das hat ja gar nicht wehgetan. Hey. Los, Bier trinken. So. Bei uns der Mann, der den gleichen Friseur hat wie ich, Corbin Behrens. Corbin, ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Zwei Tore hast du geschossen, aber spannender hätten sie wahrscheinlich nicht machen können. Lass dich hier aber nicht zu sehr feiern, ne? Kommst du mit zu drauf? Nein, Justin, lass mal da. Nein, wir sind natürlich wieder gut ins Spiel gekommen. Also das war top und das wollten wir auch. Ein frühes Tor machen, unbedingt. Dass wir dann wieder zwei Gegentore bekommen haben, war natürlich wieder ein Genickschlag. Aber ja, dann sind wir in die Pause gekommen, haben in der Pause gesagt, dass wir nochmal alles aus uns rausholen wollen. Es waren harte Wochen. Das war das siebte Spiel jetzt in drei Wochen. Es geht enorm an diese Substanz. Und ja, dass es zweite Halbzeit nochmal so spannend wird, hätte ich auch nicht gedacht. Aber letztendlich haben wir das Ding geschaukelt und sind jetzt sicher durch. Und jetzt freuen wir uns alle. Gut, wann wird der Klassenerhalt gefeiert, heute oder erst nach Saison? Ja, ich denke mal schon, dass wir in der Kabine gleich nochmal ein Bierchen trinken werden. Aber ich denke mal, zu viel machen wir nicht. Die Körper sind leer. Und, aber ich denk mal, am Wochenende zum Champions League-Finale, da werden wir nochmal zwei, drei Bierchen mehr trinken. Helden! Was in Ordnung, die beiden Süßen? Hervorragend!